Wo bist du? Also nochmal, was will er von mir? Protokoll. So. Ich sollte nach Hinweisen suchen. So, erstmal. Hinweise. Achso, nee. Wir springen einfach eins weiter. Es geht ja nicht anders. So. Ah. Quelle unbekannt. Du bist nicht allein. Ich weiß. Ich bin identifizieren. Wer ist das? Ist es egal. Es ist egal. Ruhe. Naja, gut, egal. Ja, komm. Vielleicht kriegen wir was Gutes. Ja, was krieg ich? Nein, das ist wichtig. Oh, danke. Na, es ist schon so spät. Jetzt machen wir noch diese Folge fertig. Und dann werde ich... Wir gucken uns jetzt erstmal diesen Planeten an. Ja. Achso, ich muss erst aussteigen. Dann kurz mal das da nehmen. Ja, dann. Das da.
gut. Wieder raus. Ja, das sind die Viecher, die möchte ich gar nicht haben. Weil Kampf ist jetzt nicht meins, ne? So. Okay, leider nicht. F. Wie weit? Zu weit. Noch eins. Super. Nehmen wir. Na komm, erstmal das machen, bevor. Hohe Wächteraktivität heißt aber, ich ja, muss mich einfach nur ein bisschen. So. Okay, Sauerstoff, wichtig. Aha. So, ich habe das Gefühl. Oh. Das ist es doch, oder? Warum? Ja. Ja. Oh, bitte lass uns da irgendwas kriegen, was wir wirklich toll finden oder so. Segel können wir noch nicht bauen. Ne? Super. Ja. Sprich mit mir, mein Schatz. Mal ganz kurz gucken. Naja. Erstmal schauen. Kann ich jetzt endlich auch. Ich kann das doch, ich kann's. Brauch mal zweimal. Oder? Oh, was ist das denn? Hm. Ja, das ist gut. Dann, Technologie installiert. Mhm. Kabelbaum, ein Nanorohr. Mhm. Kabelbaum kaufen wir. Ah ja, genau. Und jetzt brauchen wir hier noch eins. Siegel. Weil wir fliegen doch mit dem hier weiter, ist doch klar, ne? Was brauchen wir? Ja, und eine Metallplatte kriegen wir auch hin. Ich weiß nicht, warum meine Frau jetzt schwarzer Sack zu mir sagt, aber. Mhm. Ich weiß. So. Ja. Ja. Achso, vergleichen. Könntest du vielleicht noch 3 Minuten warten? Dankeschön. Ja. Der ist da, wo der. Ich hab's dir doch gegeben. Im Schrank unten rechts. Im Garderobenschrank.
So, jetzt kann ich's. So. So. So, und jetzt sorgen wir uns einfach mal um. Wir fliegen jetzt mit dieser Krücke zur Raumstation. Und dann können wir das machen. Oh, ja. Und die Tate. Die Wahrheit sagen. Oh ja, ja. Ja. Meine Frau ist nervig. So, das machen wir aber jetzt nicht. Jetzt haben wir es ja doch geschafft. Ich will aber jetzt in die Raumstation, weil das viel wichtiger ist. Hat sie auch noch die Katze reingelassen. Es ist herrlich. Es ist nicht mehr lange. Also wenn das Video rauskommt, dann dürfte sie... Ja, dann dürfte sie schon weg sein. Richtig. Wir sind in Trennung und ja. Es geht jetzt um Umzugsvorbereitungen. Uah. So. Das war knapp, weil wir haben kein Schild. Ja, danke schön. Noch gedingst werden. So. Dann schauen wir mal, was sagt denn mein Dingensbummens. Gut, dann müssen wir erstmal ein bisschen was verkaufen. Verkaufen. Wir brauchen Platz. Verkaufen. Kriegen wir alles nach, kriegen wir alles nach. Ich brauche vor allen Dingen Platz. Kriegen wir alles nach. Ja. So, und jetzt... Ja. Drei. Ja. 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 Gott sei Dank. So, dann hätten wir das. Dann verkaufen wir das nochmal. Alles weg. Nur diese subatomaren Regler. Naja, gut, deswegen war es auch so dens. Ja, danke. Jetzt haben wir nämlich Kohle. Und wir haben auch, und das ist auch sehr wichtig, Dinge. Aber wollen wir erstmal gucken, ob wir das selbst brauchen können. Raumschiff-Schildmodul brauchen wir. Impulsantrieb-Modul brauchen wir. Wir. Sehr schön. So. Wir schnappen uns unseren... Nein. Wir schnappen uns unseren kostenfreien. Oh. Ne, da war ich schon falsch. Wir schnappen uns. Dankeschön. Was für ein Reisemeilenstein. Erstmal das da. Ja, genau. Anzugs-Upgrade können wir uns jetzt auch leisten. Bumm. Super. Wir gehen zurück zu unserem Raumschiff und dann machen wir das, was unser Abschluss sein sollte.
Ich wusste, dass es nach dem ersten Warp geht, aber ich dachte, es geht automatisch. Aber nein, das wäre ein bisschen seltsamer. So, betritt die Raumstation. Wo ist sie? Na? Da ist sie. Wenn wir das erste Mal da drin waren. Raumstation in der Nähe. Och, Katzi. Ja, ich will halt eben nicht durch das Minenfeld. Danke. Das ist kein Minenfeld, das ist ein Asteroidenfeld, aber egal. Und da drin sind wir erstmal in Sicherheit und können sagen, so, das wäre geschafft. Okay, der Impulsantrieb will nicht so richtig. Auch das macht nicht aus. Wir haben genug. Und da ist er. Oh Gott. Ich bin so doof, ne? Egal. Was ist denn das? Warum ist das jetzt so langsam? Oh, ist das so gut. Oh, ist das so gut. Wir sind auf dem Weg und haben es fast geschafft. Erst machen wir das, aber wir werden später, ich muss jetzt ganz kurz mal gucken, ob das geht. Das wäre mir nämlich sehr, sehr wichtig. Was ist das? Endpunkt der Expedition interessiert mich nicht. Das ist der Quecksilberhändler. Vier. Wo sind die? Da sind sie. Da, hier, guck mal, ja. Wo ist denn mein Lieblingsschiff? Nur um zu gucken, was es kostet. Alle Gegenstände. Gebäudeteile, Erscheinung, Raumschiffe. Wo ist denn? Hallo? Okay, wir wissen jetzt. Mein Lieblingsschiff ist nicht da. Warum nicht? Wo ist... Achso, nee, Quatsch. Haha. Ich weiß warum. Kostet. Vergleichen. Kaufen. 1400 Nanit. Da ist es. So. Alles andere kommt noch dazu. Nein. Nochmal. Hinzufügen. Muss ich alles klären spät? Aber wir sind jetzt fast fertig. Wir reden jetzt noch einmal. Mit Nada. Und dann hören wir auf für heute. Wir fragen einfach mal rein. Wir haben das alles schon mal gesehen. Apollo? Raumstation? Ach, Gott sei Dank. Weggehen.
Hallo? Okay, können wir noch was machen? Nein, noch nicht. So, wir wurden da angezeigt. Mit die zu hören, lernen, Leute. Sprich mit Nada über Artemis, habe ich doch schon. Ja. Gehen wir mal zu Helios und dann sind wir fertig. Ja, Helios bringt Planet. Wie viel Planet ist es jetzt? Sehr schön. Ja. Ja, so. Sehr schön. So, jetzt schauen wir ganz kurz mal. Wir haben 3 Millionen. Wir haben ein bisschen Planet. Und wir haben einen sehr komfortablen Stand. Wir gehen jetzt mal zu dieser Krücke. Nicht toll. Aber Klasse A. Ja, super. Kann auch ein bisschen was, aber das ist uninteressant. Wir steigen aus. Ich drücke dann mal nochmal auf das Ding hier. Und sag danke fürs Zuschauen. Macht's auf jeden Fall gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.